Diese fünf verstörenden Dinge solltet ihr wirklich lieber niemals googeln. Achtung! Die folgenden Inhalte können auf viele Menschen extrem verstörend wirken und sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo zusammen! Ihr könnt euch glücklich schätzen, denn ich werde in diesem Video nichts davon zeigen, allerdings erzählen, was passiert oder was man sieht, wenn man danach googelt. Was alleine schon schlimm genug ist. Ich musste natürlich, um das Video überhaupt produzieren zu können, selbst recherchieren und ich wünschte mir, ich hätte das lieber nicht gemacht. Legen wir gleich los mit der Nummer 5. Eel Girl. Bei Eel Girl oder Eel Girls handelt es sich um zwei japanische Mädchen und einer ganzen Box voller Aale. Ich sage euch nur so viel, sie haben einen Trichter dabei und machen mit den Aalen etwas. Was genau will ich euch lieber nicht verraten, aber ich glaube, ihr könnt es euch denken. Nummer 4. Tub Girl. Tub Girl klingt auch erstmal extrem harmlos. Es handelt sich hierbei um ein Bild. Man sieht eine Frau mit einer Maske in einer Wanne liegen. Und zwar so, dass ihr Arsch oben ist. Sie hat Durchfall, schießt das Ganze hoch und es landet alles in ihrem Gesicht. Wie gestört ist das bitte und wer hat das Foto gemacht? Nummer 3. Bier bei Marian Engel. In diesem Erotikroman von Marian geht es um eine sexuelle Beziehung zu einem Bär. Das allein ist ja schon krank genug als Buchidee zu haben. Bei Google findet man einige Textpassagen aus dem Buch, die wirklich extremst verstörend sind. Nummer 2. Peanut, the world's ugliest dog. Auf Deutsch Peanut, der hässlichste Hund der Welt, der Hund hat sogar einen Preis für den hässlichsten Hund der Welt gewonnen. Wenn man ihn einmal in der Google-Bildersuche sieht, hat man die ganze Zeit diesen hässlichen Hund vor Augen. Ich bekomme den nicht mehr weg. Nummer 1. Elephantiasis. Dabei handelt es sich um eine Krankheit. Gebt das niemals in der Google-Bildersuche ein. Denn dort sieht man Bilder der Krankheit, die extrem verstörend wirken können. Ich weiß, viele von euch werden das jetzt alles googeln, aber ich kann es euch wirklich nicht empfehlen. Diese Dinge zeigen uns, dass es kein Deep Web benötigt, um kranken Scheiß zu sehen, denn vieles findet man auch im ganz normalen Internet und auch noch über die ganz normale Google-Suche. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne noch einen dritten Teil der Dinge, die man niemals googeln sollte, sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, dann mache ich noch einen dritten Teil, teilt das Video unbedingt mit euren Freunden und abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zu Teil 1 der verstörendsten Dinge, die man niemals googeln sollte, und rechts gelangt ihr zu Horrorfilmen, die so verstörend waren, dass sie verboten wurden. Viel Spaß!